Herr Sloterdijk, wie kann man so wie Sie auf den Anschlag auf die beiden Manhattan-Türme so reagieren, wie ich es irgendwo gelesen habe, dass in einer normalen Unfallstatistik des Landes 2.000 bis 3.000 Tote gar nicht auftauchen würden, das läge in der Varianz eines Tages von Verkehrstoten. Also mit Verkehrstoten kann man das ja nun nicht beschreiben, was da geschehen ist. Nein, also das, also meine Strategie von Äußerungen in dieser Angelegenheit ist also geprägt also von einer Grundüberlegung. Ich sage, ich will nichts sagen, zu diesem Vorgang nie etwas sagen, was früher oder später sozusagen als Beitrag zu einer epochalen Überinterpretation eines solchen Ereignisses missverstanden werden konnte. Ich will mich nicht an Überinterpretationen beteiligen und deswegen sage ich systematisch Dinge. Haben Sie unterinterpretiert? Ich will diesen Vorgang vom 11. September auf der 6. oder auf der 8. Seite einer Zeitung lesen und nicht auf der 1. Und zwar auch aus einem medientheoretischen Grund, über den wir hier sprechen. Die Medien sind in unserer Zeit tatsächlich sozusagen die ersten Komplizen, objektiven Komplizen der Terroristen. Denn eine einzelne militärische Aktion, eine einzelne Bombenzündung, eine einzelne Flugzeugentführung mit noch so schrecklichen Konsequenzen, ja, bleibt immer ein punktuelles, ein lokales Ereignis und bleibt immer in dieser ungeheuren Asymmetrie. Und die Medien produzieren mit ihrer eigenen Logik, die nämlich eine Logik sozusagen des Unterhaltungskrieges ist und des Unterhaltungsterrors ist, sie produzieren aus diesen Rohstoffen, ja, plötzlich doch wieder so etwas wie symmetrische Situationen. Und aus diesen Pseudosymmetrien, die durch die Medien erzeugt werden, wird die ganze Kriegsrhetorik aufgeheizt, die wir doch vermeiden wollten. Und es ist im Interesse der Allgemeinheit. In Deutschland sehe ich das nicht, was Sie sagen. In Amerika wohl. Ja, aber wir waren in den ersten 8 Wochen nach den Ereignissen sehr dicht am amerikanischen Standard dran. Wir haben in dieser Zeit damals so ein paar kritische Stimmen aus Indien und ein paar kritische Stimmen aus Amerika importiert. Ja, und aus Lateinamerika haben wir, bei uns selber war alles gleichgeschaltet. Und erst mit der Zeit hat sich der Fächer der Meinung wieder geöffnet. Aber...